Es geht weiter in den Trollhöhen. Unser Charakter ist Bjarnwald Honigfreund. Wir sind zu Barachen geschickt worden, in Barachens Lager. Das ist hier am Lagerfeuer. Da steht Barachen, Heitur, Eisenfaust und ein Stallmeister, die im Prinzip praktisch auf uns gewartet haben, weil wir hier eine Menge Aufgaben erledigt haben. Und die werden wir jetzt auch heute abgeben. Und ich hoffe, dass wir in dieser Folge dann auch die Stufe 40 erreichen, weil die Stufe 40 gibt uns die Möglichkeit, unsere neuen Kolben anzulegen, den ich euch hier nochmal zeige. Das ist dieses Prachtstück. Und das möchte ich doch dann ganz gerne heute machen. Das letzte Mal ein bisschen langweilig gewesen, weil wir Aufgaben angenommen haben, viel gelesen haben. Heute geht es ein bisschen actionreicher zu. Ich gebe mal die Aufgaben hier ab. Erkundung der Wildnis haben wir erledigt. Da gibt es eine neue Aufgabe. Sucht nach Hinweisen auf den Verbleib der Zwerge. Unser Zwergenfreund hat hier hat mich in einer dringenden Angelegenheit um Hilfe gebeten. Thorins Halle. Herr Je, die Erde entlang der Straße von der letzten Brücke wurde von einer Horde Keiler niedergetrampelt und alle Spuren sind nun unbrauchbar. Wenn ihr bei der Herde westlich von hier sucht, an einem Ort im Wald, den wir Lavanim nennen, haben wir auch das letzte Mal schon gesehen, könntet ihr Hinweise auf den Verbleib der Zwerge finden. Möglicherweise haben sie auch Halt gemacht, um nach Nahrung zu jagen. Aber Elben und Zwerge, die sind sich doch spinnefeind eigentlich. Die interessieren sich überhaupt nicht füreinander. War das nicht so? Okay. Und das waren unsere Aufgaben. War irgendwie nicht viel. Letztes Mal hatten wir doch drei Aufgaben. Haben wir die automatisch abgegeben? Merkwürdig, merkwürdig. Aber das muss ja im Prinzip dazugehören. Jetzt gucken wir mal gerade, wo wir den Epos noch abgeben können. Ganz kleine Sekunde. Such, such, such. Der Epos blinkt da hinten. Okay, da habe ich mich dann auch das letzte Mal geirrt. Also hier müssen wir hin für den Epos und hier müssen wir hin, um den Zwerg zu helfen. Und hier müssen wir hin, um noch eine Aufgabe abzugeben, nämlich eine Kundschafterin in den nördlichen Trollhöhen. Ja, okay, dann machen wir das gerade mal. Mir ist wichtig, dass wir heute ein bisschen leveln, ein bisschen was machen und ein bisschen weiterkommen. Und da können wir auch nicht dann so lange hier rumstehen, weil wir dann auch keine Erfahrungspunkte kriegen. So. Zwergeneisen abbauen. Ja, ich weiß. So, und dann ganz schnell nach den Zwergen suchen. Die Zweige lasse ich jetzt bei links liegen. Ja, okay, es war rechts. Da waren die, jetzt lass mich hier hoch. Komm schon. Vanille. Allrad. Nein. Jetzt muss ich ja nicht außen rumreiten hier. Offensichtlich doch. Na gut, dann dauert es heute wieder ein bisschen länger. Ein Keilerkadaver. Okay. Was sagt uns denn der Keilerkadaver über die Aufgabe? Der Kadaver ist übelst zugerichtet. Von wem oder was könnt ihr nicht sagen. Jetzt fehlt mir der Text dazu. Doch ihr habt etwas Stoff an einem Hauer gefunden. Vielleicht könnt ihr weitere Spuren an diesem Keiler entdecken. Ja, vielleicht. Weitere Spuren. Diesem Keiler. Na? Das wird doch kein Aufgabengegenstand sein. Nö. Kein Aufgabengegenstand. Nur eine Tat. Klar. Tja, wo geht's jetzt weiter? Müsste dann hier sein. Hier blinkt das nämlich. Dann schauen wir mal. Halten wir mal Ausschau nach einem weiteren Keiler-Kadaver. Ob wir da was finden können. Ich sehe nur hier so Steinhof-Älteste. Aber einen Kadaver kann ich nicht entdecken. Vielleicht müssen wir den nochmal anklicken.
es ja manchmal so, dass die wahre Aufgabe sich erst preisgibt oder erst preisgegeben wird, wenn man nochmal auf den Gegenstand draufklickt. Sieht aber nicht so aus. Ich soll hier nach Hinweisen suchen. Na gut. Dann suchen wir mal nach Hinweisen. Da hinten ist eine Platinader. Die kann ich eigentlich nicht stehen lassen. Ja, du baust mich ein bisschen an. Das verstehe ich auch. Ich finde dich auch nicht besonders hübsch. Ah, hätte ich besser nichts gesagt. Ah ja, schadet ja nichts. Dann soll es eben ein totes Schwein sein. Geht auch rein. Ah, okay, also wir müssen einen Kadaver erstellen, indem wir ein Schwein umhauen. Verstehe. Ich habe zuerst mal nach dem Kadaver geguckt, aber offensichtlich keinen gefunden. Man kann sich natürlich auch einen machen. Gut. So, du kannst mal Fliegen fressen. Och, jetzt bitte. Lass mich. Ach, vorhin habe ich gesagt, Honigkuchen herstellen und Honigkuchen essen. Haben wir auch alles nicht gemacht. Mensch, Mensch, Mensch. Das heilige Gedächtnis. So, keinen weiteren Hinweis gefunden. Okay, dann lass uns eben mal den Honigkuchen machen. Und mal gucken, wie weit wir da gekommen sind. Okay, noch 35. Da schaffen wir noch einige heute. Und dann werden wir auch den Honigkuchen gleich essen, damit wir was im Magen haben. Na, leerer Magen kämpft nicht gern. Und da brauchen wir noch ein paar Schweine, weil in den Schweinen ist unser Hinweis. Und da wir die Schweine das wohl nicht freiwillig rausrücken, müssen wir da ein bisschen nachhelfen. Was mir hier jetzt tatsächlich ein bisschen leid tut, aber Schweinepopulation, habt ihr ja gesehen, ist hier in der Gegend recht hoch und natürliche Auslese und so. Ja, überlebende Stärkeren. Nee. Jetzt hör mal auf, mich zu betäuben. Sonst verrate ich das deinen Freunden. Deine Freunde sind nicht meine Freunde. Gibt zwar überhaupt keinen Sinn, aber ist völlig egal, weil es sind nur Schweine. Die verstehen das eh nicht. Ist nur wichtig, dass er Angst hat. Und Angst hatte er. Ich habe es in seinen Augen gesehen. Der hier auch. Keinen weiteren Hinweis. Ja, wie lange soll das denn jetzt so gehen? Hier. Ungefähr. So, gleich mal befreien. Zwerge gar nicht leiden. Warum helfe ich denen denn dann? Der einzige Zwerg, den ich wirklich mag, ist Gimli. Ja, hallo. So, merke. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt. Wenn ihr eine Bärengestalt seid und ihr werdet betäubt und ihr befreit euch mit Abschütteln, dann bleibt ihr in der Bärengestalt ganz anders als bisher, wenn ihr einfach so euch befreit aus der aus der Betäubung, dann seid ihr wieder zurück in der Bioninger Gestalt, also in der Menschengestalt. Habe ich meine Hinweise gefunden? Ja, offensichtlich, habe ich gar nicht gemerkt. Also ab damit zu Barachen, der freut sich schon. Genau. Ist ja gleich hier drüben. Hoffentlich wird das ordentlich belohnt. Jetzt sind wir in 3 Jahren hier noch beschäftigt. Ja, muss ja, ne?
Zwerge sind ja bekannt dafür, dass sie immer Edelsteine und Geschmeide haben. Da möchte ich natürlich jetzt auch ein bisschen was von abhaben. Weil immerhin habe ich hier dafür gesorgt, dass wir Hinweise darauf haben, wo sich die Zwerge aufhalten. Na, gucken wir mal, ob Barachen das auch so sieht. Was kann ich für euch tun? Ich bin mir nicht sicher, was es mit diesem Stoff auf sich hat. Er wurde nicht von Elben gefertigt, doch ob er von Zwergen stammt oder nicht, vermag ich nicht zu sagen. Heidtours Gruppe könnte noch leben, allerdings hege ich wenig Hoffnung. Ja, du bist ja sehr zuversichtlich. Bleibt noch Dann mal einen her Moment. mit der Belohnung. Spricht mit Aflank. Warum? Heito Eisenfaust hat mir während eurer Abwesenheit von den vermissten Zwergen berichtet. Bjarnwald, Gloin vom einsamen Berg, hat einige Steine historischen Wertes als Zeichen des guten Willens für die Elben vom Bruchtal aus Thurins Halle angefordert. Er ist mit einem wichtigen Auftrag nach Imladris aufgebrochen. Heitor fürchtet, dass Gloin ohne diese Geschenke der Lächerlichkeit preisgegeben sein könnte. Doch gewiss ist dem nicht so. Elrond behandelt jeden mit Respekt und Ehrerbietung und braucht diese Talismane nicht. Ich habe Heitor gesagt, dass er sich deswegen nicht zu sorgen braucht. Doch er wollte nichts davon wissen. Vielleicht wurden die Zwerge überrascht, bevor sie weit in die Trollhöhen vordringen konnten. Sprecht mit Aflank an der letzten Brücke. Vielleicht hat sie einen Hinweis, dass die Zwerge vorbeigekommen sind. Ja, bestimmt. Die hatte bestimmt alles gesehen. So, ja, Stallmeister kann ich nicht benutzen. Aber der schickt mich jetzt wieder zurück. Das hat sich natürlich gelohnt. Okay, das heißt zurück zu Aflank. Da kriege ich eine neue Aufgabe und hoffentlich schickt die mich dann so in Richtung. Das sind Jäger. Schickt die mich dann so in Richtung hier oben, so dahin. Wobei ich glaube, dass das hier diese super Elite-Aufgabe war und die will ich, glaube ich, nicht alleine machen. Man könnte es natürlich mal probieren. Aber ich habe da keine große Hoffnung, dass wir das alleine schaffen. 39. Weiß nicht, die Trolle und die Spinnen da oben, die waren 40 plus. Soweit ich mich erinnere. Och, wir gehen einfach gucken, dann wissen wir es. Genau. So. Und jetzt erstmal zu Aflank. Und mit der Was kann reden. ich für euch tun? Die Umgebung der letzten Brücke durchsuchen. Um Spuren zu suchen. Die letzte Brücke ist hier und wir gehen jetzt einfach mal hier den Rundweg. Schauen uns mal ein bisschen um, wo hier was sein könnte. Hier ist nix. Hier drüben auch nicht. Wahrscheinlich ist es dann auf der anderen Seite der letzten Brücke. Vielleicht hat da ein Zwerg ein Haar fallen lassen. Da ist eine Aufgabe, die wir ganz übersehen hatten. Die nehme ich mir gerade noch raus. So. Da gibt es einen Keilerhauer-Dolch. Der ist aber schick. Bring den perfekten Keilerhauer zu einem Elbenwaffenschmied nach Bruchtal. Ja, machen wir doch. Ganz klar. So. Hier ist auch nichts zu sehen. Und auf der anderen Seite. Na, der schickt uns aber nach drüben. Also sind wir hier falsch. Jetzt hänge ich hier wieder fest. Gibt's doch gar nicht. Aber da drüben haben wir doch schon alles abgesucht. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Wie weit ist das? 100 Meter. Was kann das denn sein? Naja, wir waren ja wirklich gründlich. Da ist eine Kiste. Zah, jetzt plötzlich. Na gut. Die Kiste wurde aufgebrochen, ihr Inhalt fortgeschleppt. Was sie auch immer enthalten haben mag, es wurde von Unbekannten entwendet. Ja, glaube ich das. So. Na gut. Megowannen. Ja, Megowannen. Medan Rasen. Sprecht mit Heitu Eisenfaust.
Genau. Schickt mich also wieder zurück. Sehr hilfreich war das nicht wirklich. Wir haben es auch aus der Kiste jetzt erfahren, aber das war's dann auch schon. So, jetzt werde ich trotzdem mal hier den Umweg reiten, weil da oben ist auch noch ein Reitmeister. Und vielleicht können wir mit dem Reitmeister dann zu dem unteren Reitmeister. Und das Ganze geht ein bisschen schneller. Und wir haben ja gesehen, was das für Elite sind. Ob das böse Elite sind oder gute Elite. Gute Elite. Ja, ich weiß, ich mache mir keine Illusionen. Gibt keine guten Elite. So. Sind wir ja schon fast da. Neue Tat, Ruinen der Trollhöhenfeste Durgon. Oh, das ist aber noch ein ganz schönes Stück. Da hinten hoch sozusagen. Und hier sind ganz schön viele von diesen Viechern. Muss ich mir mal merken, wenn wir die Aufgabe nochmal machen. Die ist ja wiederholbar. So. Aber hier kommen wir definitiv nicht weiter. Ruinen hindern uns daran. Das heißt, wir müssen hier nochmal runter und dann hier hinten rüber und drunter und drüber und hast du nicht gesehen. Und brechen uns nochmal das Bein, wie das halt immer so ist. Jetzt dauert es dann umso länger. Ich kann mich erinnern, dass wir noch so ein Beschleunigungsding für unser Pferd hatten. Wo ist denn das Beschleunigungsding? Wo hat die Pferdepfeife? Bringt mir jetzt im Moment mal gerade nichts. Ich will mal genau gucken. Muss ich das Ding verstecken? Oh. Ja, hallo. Das ist ja Troll. Hihi. So, gucken wir, ob der was kann. Der kann auf jeden Fall mit Steinen werfen. Das ist schon mal wichtig. Sollte man können als Troll. Aber das war's, glaube ich. Mehr kann der nicht. Ist eher lächerlich. Ich mache mal eine Heilung drauf. Dann mache ich Schaden ohne Ende. Dann machen wir die andere Heilung gleich drauf. Hoffe ich. Wenn er uns nicht gerade betäubt, was er gerade getan hat. Da kann er spazieren gehen. Irgendwann demnächst. Heute nicht. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Zorn. Ohne Zorn ist das Leben nur halb so amüsant. Das kann man natürlich nur aufs Spiel beziehen. Weil Zorn im richtigen Leben sorgt immer dafür, dass er Probleme mit den Herzkranzgefäßen kriegt. Und das führt meistens zu einem Herzinfarkt und damit zum Tode. Also, das ganz schnell wieder vergessen. Neue Tat, Trollbezwinger. Ja, freue ich mich. Heißt, wir müssen Trolle töten. Und wie viele? Haha, witzig. 160. Tolle Wurst. 160 Trolle. Von diesem Kaliber. Da hinten sind auch noch Fluchwürmer. Okay. Und das Pferd, das ist hier hinten irgendwo. Na, lass mich mal gucken. Da will ich auf jeden Fall noch schnell hin. Drüben hinten. Oh wow, da geht's aber runter. Oh je. Können wir da rutschen? Können wir da rutschen? Rutschen, rutschen. Ja, können wir. Damit sind wir ein gefundenes Fressen für diese Fluchwürmer hier. Oh, Spinnen. Ach, 150? Ja, sicher. Die werde ich aber nicht hier machen. Aber offensichtlich gibt es hier eine Aufgabe dazu. Ich schaue mal gerade, ob wir richtig sind. Ja, wir sind richtig. Da muss ich nur noch hier durch. Eben. Und da hoch. Wo dann hoffentlich irgendwann mal mein Aufgabenmensch steht. Da ist er. Die Spinne hat mich ins Visier genommen. Ja, ich glaube, ich spinne.
Soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Jetzt probieren wir mal hier unsere neue Naturheilung aus und gucken mal, wie das sich anfühlt. Oh, Zorn habe ich jetzt noch nicht genug. Aber ich nehme mal noch das Gift runter. Das ist ziemlich unangenehm bei den Viechern hier. Aber dann sollte das hier kein Thema sein. Die Spinne kann nix. Dauert halt einfach nur ein bisschen. Ja. Ein paar Fliegen. Bienen. Entschuldigung. Wegen meines Insekten-Fauxpas. Ja, es sind natürlich Bienen. Ein Bienenschwarm. Und es war blöd, weil ich hätte zuerst hier auf die Aufgabe drücken sollen. Dann hätte ich die 10 Spinnen dann auch schon fertig gehabt. Wie doof. Okay, was gibt es da für Stufe 39? Das sieht gut aus und ist auch sinnvoll. Dann nehmen wir das eben mal an. Was haben wir dann noch? Höhlenklauen, auch eine Gefährtenaufgabe. Das sind alles die Elite-Gegner. Huons. Genau, sehr schön. Trolle haben wir eben auch schon erledigt. 8 Stück, gar nicht so schwierig. Und Sumpflauerer. Sehr schön. Nach Barachens Lager mit schneller Reise. Ja, hopp. Dann können wir die Aufgabe eben auch noch abgeben. Und dann habe ich ein gutes Gefühl, dass wir an der 40 kratzen. Wenn der Zwerg mitmacht. Nö. Reicht nicht. Durchsucht die Feste Durgon nach den gestohlenen Steinen. Ja, wo ist denn die Feste Durgon? Die ist da irgendwo. Lass mich mal gucken. Da gibt es noch eine zweite Aufgabe. Höhlenklau in den südlichen Trollhöhen. Besiegen. Wollen wir die jetzt her? Ist einfach dazugekommen. Das ist ja schön. Jagdauftrag. Und da ist die Feste Durgon. Da waren wir doch eben. Ja. So. Hätte ich ja gleich da bleiben können. Oder eben zuerst dorthin. Zu dem Zwerg. Und dann eben hoch in die Feste. Jetzt haben wir schon wieder das Bein gebrochen. Was soll's? Ist ja nicht weit. Ist ja gleich hier um die Ecke. Und auf dem Weg dahin kann ich hier auch schon mal ein paar von den Aasfressern umhauen, weil die gehören nämlich genau zu dieser Aufgabe. Jawohl. So. Das nicht. Heute wird nur getötet, was getötet werden muss. So, na, komm her. Hab keine Angst. Ich mach's kurz und schmerzlos. Ja, und die beiden Aufgaben sollten dann aber wirklich reichen. Irgendwo hier waren die Ruinen. Ich weiß es, denn ich war hier schon mal. Falsche Richtung. Da hinten sind sie. Man sieht sie auch schon. So, und um die Zeit nicht zusätzlich zu strapazieren, werde ich jetzt mal Zwergeneisen und Holz und alle möglichen Sachen links liegen lassen. Mich nur noch auf diese Aufgabe konzentrieren. Damit wir wirklich in der Folge noch die 40 erreichen und diesen wunderbaren neuen Kolben ausprobieren können. Ja, glaube ich das. Hier geht's nicht hoch. Ja, wo geht's denn hoch? Leute, 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 Leute. Da muss es doch einen Weg geben. Hatten wir doch eben auch schon. Na, hier ist er doch.
Siehst du mal, ist auf der Karte aber echt ein bisschen blöd eingezeichnet, muss ich sagen. Ach, was bin ich froh, wenn ich eine neue Waffe anlegen kann. Ich mal wieder ein bisschen Wumms dahinter. Und dann natürlich irgendwann demnächst die erste mitlevelnde Waffe. Und du noch. Und da vorne ist auch schon des Rätsels Lösung, hoffe ich. Zack, das können wir auch gleich abgeben. Hervorragend. Da muss ich aber noch nach Belohnung wählen. Ja, sicherlich. Nichts für mich dabei. Leichte Rüstung, die ich nicht brauche. Und ein Runenstein für einen Runenbewahrer, der ich nicht bin. Und da gibt es einen Truki Weißbart. Oh, der Zwerg zittert vor Erschöpfung. Diese riesenhaften Höhlenklaue hat uns angegriffen, nachdem die Trolle die Steine, die wir mit uns führten. Oh, 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 oh. Da kommen sie alle. Da kommen sie alle. Ich nehme an, dass der überleben muss. Wäre, glaube ich, ganz gut. Ich habe keinen Zorn mehr für meine... für meine Tanzeinlage. Ist ein bisschen blöd. Aber den guten Truki Weißbart werden wir jetzt gerade mal rein heiltechnisch beschützen. Uns hier die Spezialheilung verpassen und noch die andere Heilung, dann sollte das ja kein Thema sein. Noch. Da noch einer. Kommt noch eine Gruppe? Ja, hoffentlich nicht. Wo will der denn jetzt hin? Ach, diese Zwerge immer, wenn die mal Gold gerochen haben. Das ist wirklich unfassbar. So, kriegt der jetzt von mir einen Buff, dann kann gar nichts mehr passieren. Ein Loch. Und hier ist noch ein Loch. Da hinten sind auch noch ganz viele Löcher. Ich nehme mal an, dass hier irgendein riesen Oberwarzenrückengräber lebt. Und der rächt sich jetzt erstmal hier in der ganzen Familie. Na gut. Dann macht du das. Soll mir recht sein. Wie lange soll das jetzt hier noch gehen, bis alle ausgerottet sind, ja? Tja, offensichtlich. Will das wirklich wissen? Na dann. So kann man auch aufsteigen. Ach, guck mal hier, wen wir da haben. Der hat aber gar keine Chance. Ich hoffe, der weiß das. So, Truki Weißbart. Zack. Und da ist unser Baum. Stufe 40 erreicht. Hervorragend. Ich freue mich. Die wahren Diebe können wir auch noch annehmen. Das machen wir gerade mal. Sucht bei den Steintrollen nach den gestohlenen Steinen. Das werden wir aber definitiv nächstes Mal machen. Ich werde eben noch die Waffe ausrüsten, weil darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Das machen wir jetzt eben mal noch. Zack, da ist sie. Und dann muss der kleine Warzenrücken-Aasfresser hier mal eben dran glauben, weil ich nämlich die Waffe an dem ausprobiere.
Und mal gucke, wie viel Wumms die hat. War jetzt noch nicht so doll, aber ich glaube, wenn wir hier in Zorn reingehen, dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Nicht kritisch. Ja, sehr gut. Jetzt brauchen wir gleich den zweiten dazu. Weil es so schön ist. Weil es mehr Zorn gibt. So, jetzt mal schauen, was das Ding kritisch macht. 15,37 und das war, glaube ich, immer noch nicht das Höchste. Gefällt mir schon sehr, sehr, sehr gut. So, die muss darüber, weil das ist eine Heilung, die wir offensichtlich nur in Menschenform benutzen können. Wobei die Menschenform hier natürlich falsch ist. Das heißt ja Bioninger Form. Was ist denn da hinten für eine Aufgabe? Da gibt es noch irgendeine Aufgabe. Hab doch alles angenommen hier. Wie auch immer, werde ich bis zum nächsten Mal wissen. Ich danke an der Stelle fürs Zuschauen, hat Spaß gemacht, war ein bisschen actionreicher wie das letzte Mal. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann werden wir auch mal in Erfahrung bringen, was es hiermit auf sich hat. Wilde Klauen. Ich danke euch. Bis dahin. Viel Spaß.